super gespielt. Also es hat viel Spaß gemacht in der Mannschaft heute, trotz der Hitze eben. Aber, und ich glaube, man hat gesehen, dass jeder jeden anderen unterstützt hat, jeder hat den anderen die Tore gegönnt und dass das um und auf, das Spirit in der Mannschaft ist top, die Stimmung ist top. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Wochen und ich glaube, das hat man heute gesehen. We are happy about the win and it was important for the team and it's a great step, you know, and we are focusing on the next game, so the win was important for the team. Es war schon was Besonderes. Ich war doch 16 Jahre bei einem Verein. Jetzt das erste Mal gegen sie zu spielen ist ja eigenartig, aber umso schöner, dass wir da trotzdem heute gewonnen haben. Wir haben einen klaren Plan gehabt. Also ich bin froh, dass ich anfangen habe dürfen. Eben das erste Match in der Austria-Dress von Anfang an gegen Admira. Ich war doppelt motiviert. Ich glaube, das habe ich auch zeigen können. Und so auch zu den drei Stürmer. Wir verstehen uns alle privat gut. Wir verstehen uns im Training alle gut. Da gibt es keine Dispute. Und von dem her sieht man auch eben, dass jeder für einen anderen alles gibt. Und hat man heute im Ergebnis auch wieder gesehen. Teilweise gut, teilweise ja, verbesserungsfähig. Ich glaube, wir haben Phasen drinnen gehabt, die was in Ordnung waren. Dann wieder, wo wir zu viele Abspielfehler gemacht haben. Und ja, da heißt es jetzt dran arbeiten, weniger Abspielfehler, besser im Ballbesitz, die Phasen oder die guten Phasen über einen längeren Zeitraum zu kreieren. Und dann passt es. Yeah, for sure. You know, like in every game, I always look forward to make goals, and I'm happy today it came. And I will keep on going like this, and you know, also try my best on training and focus on the next game. Im Training hat er super Bälle rein und heute das System im Doppelpack gleich die ersten zwei Chancen reingehaut. Das zeigt für seine Qualität, das zeigt, wie stark er ist und wie viel er uns noch bringen kann. Ich glaube, heute war er eiskalt vom Tor und von dem her kannst du weitergehen. Was war denn beim 1:0 wichtiger, der Pass von Grüni oder dein gewonnener Kopfball? Ja, ich glaube, super gemacht von Grüni, dass er da hingeht und den Ball gleich direkt rüberspielt in die Tiefe. Das war auch unser Plan, das wollten wir auch so umsetzen. Und ich wollte unbedingt den Ball noch ergattern und habe einfach alles reingehaut. Und ich war froh, dass er dann zum Medi gegangen ist und er hat super reingehaut dann. Ein bisschen Glück war noch dabei gegen Ende der ersten Halbzeit, da hätte es auch gut und gerne 2-2 dann stehen können, gell? So ist es, da war eben so eine Phase, ich glaube nach dem 2-0 hätten wir, oder wie wenn wir aufgehört haben zum Fußballspielen. Und da war eben die 10 Minuten, da wo sie zwei gute Chancen gehabt haben und genau solche Phasen heißt abzustellen. Und ja, dann das Spiel bis zur Halbzeit zu Ende spielen, ohne dass man da eben noch in ein Gegentor einfängt. Wir haben immer super Stimmung in der Mannschaft. Wir haben wirklich jedes Training macht Spaß. Wir geben alles. Und ich glaube, wie gesagt, dass heute haben wir das gesehen und ich hoffe, das geht so weiter. Yeah, you know, like I said, you know, we lost two games and this was really, you know, shit for the team. And yeah, we worked so hard in the last weeks and we prepare for the next upcoming games. And today we got the 3 points and next week we keep focus also in St. Poulton and yeah, we see what we can get from St. Poulton. I always believe in yourself. Yeah, for sure.